Die persischen Schiffe stecken fest und können weder nach vorne noch nach hinten. Ihre Gegner, die Griechen, ergreifen die Gunst der Stunde und nach dezimieren sie die persische Flotte. Doch ein Kommandant will sich diesem Schicksal nicht ergeben. Mit einer List gelingt es zu entkommen und die gesamte Mannschaft zu retten. Dieser Flottenkommandant war niemand geringerer als Artemisia I., Beraterin von Xerxes I. und Flottenkommandantin während dem Perserzug in Griechenland. Herzlich willkommen, ich bin die Alena und wir sind bei Alena Tiefe auf History. Hier beschäftigen wir uns mit der Antike, mit besonderem Fokus auf das antike Griechenland. Wir beleuchten berühmte Personen bzw. jene Namen, die in die Geschichte eingegangen sind, aber auch jene, die weniger bekannt sind oder auch weniger beachtet worden sind. Es geht um große Ereignisse, aber auch die kleinen Ereignisse aus dem Alltag. Und heute soll es eben, wie bereits im Intro erklärt bzw. angekündigt, um Artemisia I. gehen, die Herrscherin von Karien und selbstständig Flottenkommandantin einiger Schiffe während den Perserkriegen gegen die Griechen und eben auch enge Beraterin von König Xerxes I. Wir werden nicht nur die historische Artemisia beleuchten, sondern ich würde gern auch einen Vergleich zu der Verfilmung der historischen Persönlichkeit, nämlich in 300 Rise of an Empire, machen. Zunächst schauen wir uns einfach an, was wir über die historische Artemisia wissen und gleichen dann ab, ob das historisch akkurat dargestellt wurde, was historisch akkurat dargestellt wurde in 300 und was nicht. Wann Artemisia genau geboren worden ist, wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass sie als Tochter des Lykdamis von Halikarnassos geboren worden ist. Ihre Mutter, berichtet Herodot, soll kretischer Herkunft gewesen sein. Ihr Vater herrschte über Karien und dabei ist wichtig zu wissen, dass Karien im Herrschaftsbereich der Perser gelegen ist und eine Satrapie war. Sie waren jetzt per se keine Könige. Historiker bzw. Historikerinnen bezeichnen es auch gerne als Dynast bzw. Dynastin, weil die Perserkönige es bevorzugt haben, einen Einzelherrscher einzusetzen in den griechischsprachigen Gebieten und waren dieser der oligarchischen und demokratischen Form, die die Griechen auf dem Festland bzw. auf den Inseln praktiziert haben, eher abgeneigt. Sie haben es auch deswegen bevorzugt, weil solche Personen ihnen gegenüber oft auch loyal waren und sie deswegen auch keine Besorgnis haben müssen, dass sich dort ein Aufstand gegen sie entwickelt. Ab einem gewissen Zeitpunkt hat Artemisia geheiratet. Der Name ihres Mannes ist unbekannt, aber aus der Ehe ist ein Sohn entsprungen. Dieser Sohn hieß Bisindelis und war noch ein Kind, als dann sein Vater, also Artemisias Ehemann, gestorben ist. Es ist jetzt unklar, beziehungsweise habe ich es auch nicht herauslesen können, ob Artemisia mit ihrem Mann zusammen regiert hat, weil es ist jetzt nicht davon die Rede gewesen, ob sie einen Bruder gehabt hat, der dem Vater gefolgt ist, oder ob ihr Mann Ansprüche gehabt hat, weil ja doch sie die Tochter von dem vorherigen Herrscher war. Wie dem auch sei, hat sie dann die Regierungsgeschäfte übernommen für ihren damals noch unmündigen Sohn. Damit ist sie nicht nur die Herrscherin von Halikarnassos in Karien geworden, sondern auch von Kos, Nisyros und von Kalduna. Und wie ihr Vater hat auch sie der Oberherrschaft der Perser bzw. des persischen Königs unterstanden. Um 480 v. Chr. Ist der Zweite Perserkrieg ausgebrochen. Also im Rahmen dessen haben die Perser einen Feldzug oder beziehungsweise sind die Perser auf den Feldzug gegen die Griechen aufgebrochen. Diesen Feldzug hat sich Artemisia angeschlossen und zu dem Zeitpunkt soll ihr Sohn Bisindelis ein Jugendlicher gewesen sein. Das heißt, Artemisia war jetzt auch nicht mehr eine sehr, sehr junge Frau, sondern vielleicht so um die 30 bzw. an die 40 zugehend. Dabei ist sie eben Xerxes gefolgt und hat ihn nicht nur als Beraterin gedient, sondern ist auch mit fünf Schiffen nach Griechenland aufgebrochen, über die sie selber das Kommando inne gehabt hat. Artemisia hat in der Schlacht beim Kap von Artemision teilgenommen, das bei Euböa liegt. Das war eine Seeschlacht, die zeitgleich zu der Schlacht bei den Thermopylen stattgefunden hat. Aber die Schlacht, für die sie dann berühmt werden sollte, beziehungsweise Herodot sie besonders hervorgehoben hat, war eben die Schlacht von Salamis, die in der Meerenge zwischen der Insel Salamis und dem Festland Attika stattgefunden hat.
So soll es eben auch Artemisia gewesen sein, die als einzige seiner Berater Xerxes davon abgeraten hat, in der Schlacht bzw. in die Schlacht zu ziehen bei Salamis. Herodot hat diese Worte natürlich in den Mund gelegt, weil wir können am Ende nicht sagen, ob sie das wirklich so gesagt hat, weil sie soll eben gemeint haben, dass die Griechen bzw. die griechische Flotte dem der Perser überlegen ist und sie deshalb diese Schlacht eher meiden sollten, also als ersten Grund. Und das dient ja natürlich eher Propagandazwecken, das für die Griechen spricht und deshalb müssen wir damit auch vorsichtig umgehen. Aber als zweiten Grund hat sie genannt, dass falls sie diese Schlacht verlieren, die Bodentruppen bzw. das Landheer, das sich ja eben in Attika befunden hat, von der Versorgung abgeschnitten wäre, falls die Flotte vernichtet werden würde bzw. hohe Verluste erleiden würde in einer Schlacht gegen die Griechen. Stattdessen soll sie Xerxes geraten haben, mit seiner Landarmee auf die Peloponnes zu ziehen und dort gegen die Griechen zu kämpfen. Weil sie soll eben gemeint haben, dass die Griechen es auf Salamis nicht lang genug aushalten würden ohne Vorräte und sie früher oder später somit gezwungen wären, in ihre Städte zurückzukehren und sich somit der griechische Zusammenhalt oder die griechischen Heere, die halt momentan zusammengehalten haben aus den verschiedenen Städten, sich somit zerstreuen würden und es somit leichter wäre, sie zu unterwerfen und zu besiegen. Man muss jetzt aber auch hinzufügen, dass Herodot ja quasi schon das Wissen gehabt hat, aus griechischer Sicht, das militärische Wissen, was den Griechen damals in Salamis, während sie gewaltet haben, durch den Kopf gegangen ist. Und das war sicher natürlich auch eine Befürchtung der Griechen, dass ihnen vielleicht die Vorräte ausgehen und sie damit gezwungen wären, auszuschreien. Daher ist es fraglich, ob wirklich Artemisia des Xerxes geraten hat oder eher Herodot ihr das in den Mund gelegt hat, weil er einfach dieses Wissen schon gehabt hat. Und somit, weil er ein unglaublicher Artemisia-Fan war, wenn man die Schriften liest, um so noch mehr sein Fanboying zu unterstreichen, was für eine tolle Kommandantin sie ist, beziehungsweise auch Kriegsherrin sie ist. Wie dem auch sei, hat Xerxes ihren Rat toll gefunden, aber hat sich schlussendlich dagegen entschieden, weil die Mehrheit seiner Berater ihn eben dazu gedrängt haben, in der Schlacht von Salamis teilzunehmen. Aber es war jetzt so, dass die Meerenge eben zwischen Salamis, man muss sich vorstellen, das ist immer Insel, und auf beiden Seiten gibt es ziemlich enge Stellen und dann kriegt das Festland. Und die persischen Schiffe waren doch ein bisschen wuchtiger und größer als die griechischen. Und als sie dann in diese Meerenge rein sind und sie waren auch zahlenmäßig mehr, haben sie sich quasi verheddert, beziehungsweise sind sie dann stecken geblieben und haben sich nur gegenseitig behindert. Dadurch haben die Perser die persischen Schiffe weder vor noch nach hinten zurück können und haben sich dabei teilweise auch gegenseitig wahrscheinlich beschädigt. Die Griechen haben eben, wie im Intro bereits erwähnt, diese Gunst der Stunde genutzt mit ihren sehr viel wendigeren und kleineren Schiffen und haben daraufhin die Perser angegriffen. Dadurch ist natürlich auch Panik ausgebrochen unter den Persern und dann zerfällt einfach jedes gut koordiniertes Heer wahrscheinlich in Panik ausbricht. Wenn die Formation einmal verloren geht, dann ja, schlecht bzw. eher nicht so günstig. Artemisia hat es aber früh genug auch bemerkt, dass die Schiffe stecken bleiben und sie wollte diesem Schicksal auf jeden Fall unbedingt entgehen, weil es einfach auch den sicheren Tod vielleicht bedeutet hätte. Auch anzumerken ist, dass die athenischen Flottenführer ein Kopfgeld ausgesetzt haben bzw. eine Belohnung ausgesetzt haben für denjenigen, der Artemisia gefangen nimmt und zu ihnen bringt. So soll die Belohnung scheinbar auf 10.000 Drachmen angesetzt worden sein und natürlich auch fraglich, ob die Athener bzw. die athenischen Flottenkommandanten das wirklich so haben wollten, weil scheinbar wollten sie das unter der Begründung, dass es ein Affront ist, dass eine Frau im Kampf gegen sie vorgeht. Naja. Jetzt gibt es verschiedene Versionen und Variationen davon, wie die Artemisia es geschafft hat, aus diesem Schlamassel überhaupt rauszukommen. Weil sie einfach wirklich keine Lust gehabt, dass ihr das gleiche Schicksal erfährt, beziehungsweise auch ihre Mannschaft. Ich sag mal in Kurzfassung, es läuft darauf aus, dass sie ein verbündetes Schiff versenkt hat und dadurch die Griechen gemeint haben, dass sie ihre Verbündete ist und deshalb auch die Verfolgung gelassen haben. Einmal wird es so ausgelegt, dass Artemisia das bewusst gemacht hat und einmal eher aus einem Effekt aussah, weil sie natürlich einfach so schnell wie möglich aus der Situation raus wollte und ihre Überlebensinstinkte gekickt haben. Beziehungsweise so würde ich es jetzt mal sagen.
So hat sie noch quasi eh schon versucht zu fliehen und ein Schiff hat ihr den Fluchtweg versperrt. Und das soll das Schiff von keinem geringeren als König Damasithymus gewesen sein. Und er war der König von Kalduna, beziehungsweise, das habe ich jetzt, glaube ich, ich habe es am Anfang auch falsch gesagt, es ist Kalunda. Und sie hat ja doch auch die Oberherrschaft über das Gebiet gehabt. Und scheinbar sollen sich die zwei nicht so wirklich gut verstanden haben. Es war dementsprechend dann eh ein Vorteil für sie, dass sie das Schiff von einem Gegner, von sich einem politischen Gegner versenkt hat. Auf jeden Fall hat sie sein Schiff versenkt und daraufhin hat sie quasi rechtzeitig entkommen können und die Athene, die ihr im Nacken gehangen sind, abhängen können. Eben der Athener Arminius soll ihr gefolgt sein, beziehungsweise sie verfolgt haben. Und der hat dann daraufhin angenommen, nachdem sie das Schiff versenkt hat, dass sie entweder eine persische Deserteurin ist, zusammen mit ihrer Mannschaft, beziehungsweise der Flotte, die sie kommandiert hat, oder sie eben Verbündete sind. Und deswegen hat er dann die Verfolgung abgebrochen. Es gibt aber auch eine andere Version, man macht von Polyainos, der eben darüber schreibt, dass es eine bewusste List von Artemisia war, um so dem Tod zu entkommen. Denn so soll sie sich bewusst entschieden haben, ihre persischen Farben bzw. Flaggen herunterzunehmen und dann das Schiff von Damasthymus zu attackieren. Mit demselben Outcome, dass die Griechen daraufhin gemeint haben, dass sie eine Verbündete ist oder eine Deserteurin. Aber weiterhin wird auch berichtet, bzw. gibt es die Version, dass Artemisia zwei verschiedene Flaggen auf ihrem Schiff hatte. Man macht die persische und eine griechische. Wobei jetzt natürlich fraglich, welche griechische Flagge es genau ist, weil das hat sich natürlich sicher auch sehr unterschiedlich gestalten können, je nach Stadtstaat in Griechenland. Denn so soll Artemisia allgemein, beziehungsweise ich habe das jetzt rausgelesen, ob das jetzt eine Gewohnheit von ihr war oder ob sie dementsprechend immer zwei Flaggen mit sich geführt hat, um Vorsorgungen zu treffen. Oder ob sie das spontan gemacht hat. Aber auf jeden Fall quasi soll Artemisia, wenn sie ein griechisches Schiff verfolgt hat, die persische Farben auf ihrem Schiff getragen haben und die Flagge. Und wenn sie verfolgt worden ist von einem griechischen Schiff, soll sie es genau umgekehrt gemacht haben, nämlich dass sie die persische Flagge untergetan hat und die griechische gehisst hat. Jedenfalls hat Xerxes nach Herodot die gesamte Schlacht bzw. den Verlauf von einem Hügel vom Festland aus beobachtet. Und war sehr enttäuscht und traurig, dass er verloren hat und hat auch scheinbar die List von Artemisia beobachtet, wobei er zunächst angenommen hat, dass sie ein feindliches Schiff noch erfolgreich versenkt hat. Und Xerxes soll daraufhin gesagt haben, meine Männer sind zu Frauen geworden und meine Frauen zu Männern. Warum hat das Xerxes so gut gesehen? Er soll laut Photios einen gewissen Draco, also einen Grieche, der in seinen Dienst gestanden hat und extrem gut sehen hat können, keine Ahnung, 20 Stadien, hat eben das Geschehnis für ihn beobachtet und ihm beschrieben, was so vorgeht und dementsprechend die Tapferkeit und das Handeln von Artemisia hervorgehoben. Artemisia soll aber auch eine andere große Tat begangen haben während der Schlacht von Salamis. Nämlich hat sie die Leiche von Ariamenes, das ist der Bruder von Xerxes gewesen und scheinbar hat er eben in der Schlacht sein Leben verloren und ist im Meer getrieben und sie hat seine Leiche gebogen und dafür gesorgt, dass sie zu seinem Bruder, nämlich dem König, gebracht wird. Wie dem auch sei, die Schlacht von Salamis war für die Perser verloren. Der Feldherr Mardonius, der eben den Befehl für das Landheer inne gehabt hat, hat Xerxes gedrängt bzw. wollte ihn drängen, mit dem Landheer auf den Peloponnes vorzudringen und weiterzukämpfen. Xerxes war eh schon sehr demoralisiert und hat dann erneut Artemisia um ihren Rat gebeten, woraufhin sie ihm nahegelegt hat, dass er nach Hause zurückkehren soll. So ist Xerxes über den Landweg, also über den Hellespont, nach Persien zurückgekehrt und Artemisia ist scheinbar mit einigen seiner illegitimen Söhnen zurück nach Ephesus gesegelt. Xerxes hat auch die Aktionen bzw. die Tapferkeit Artemisias im Nachhinein anerkannt, indem er ihr eine komplette griechische Rüstung geschenkt hat. Ebenso hat er einen der Kapitäne ihres Schiffes als Dankbarkeit und Anerkennung eine Spindel und einen Gürtel überreicht. Über Artemisias späteres Leben ist wenig bis gar nichts bekannt. Da ranken sich eher Legenden und Mythen um den weiteren Verlauf ihres Lebens als auch ihren Tod. Gesichert ist einmal, dass ihr Sohn Bisindelis ihr irgendwann nach ihrem Tod als König bzw. Herrscher in Karien gefolgt ist. Thessalos, der Sohn von Hippokrates, beschreibt einen weiteren Lebensabschnitt bzw. Kapitel von Artemisia
So soll sie scheinbar die Insel Kos verwüsten sollen auf Befehl von Xerxes, weil die sich eben geweigert haben, ihm Wasser und Erde als Geste der Unterwerfung zu geben. Aber die Götter haben eingegriffen und mit einem Blitz Artemisias Flotte zerstört. Auf jeden Fall sehr glaubwürdig, immer happens. Und daraufhin hat sie sich zurückgezogen, aber die Konklusion der Geschichte ist, dass Artemisia irgendwann zurückgekehrt ist und Kos so und so zurückerobert hat. Also könnte ja durchaus sein, dass ein gewisser Teil dieser Geschichte wahr ist. Und dann gibt es noch die Legende um ihren Tod, beziehungsweise wie sie gestorben ist und warum. Denn so soll sich Artemisia in einen jungen, hübschen Mann namens Dardanus verliebt haben. Und weil er sie ignoriert hat, soll sie ihn scheinbar im Schlaf geblendet haben. Die Liebe zu ihm ist trotzdem gewachsen und ein Orakel hat ihr geraten, beziehungsweise gesagt, dass sie von einem Fels springen soll in Leukas, was sie dann auch getan hat und dabei gestorben ist. Sie ist dann auch in der Nähe der Stelle, wo sie gelandet ist, begraben worden scheinbar. Und so bildet sich auch die Legende, dass diejenigen, die von diesem Felsen springen, von der Leidenschaft beziehungsweise der Liebe, die nicht erwidert wird, geheilt werden würden. Erwähnenswert ist jedoch, dass Pausanias, also ein Autor, der Griechenland bereist hat und diese Reisen beschrieben hat und die Orte, die er besucht hat, auch Sparta besucht hat und dort in eine Säulenhalle ist, die eine Attraktion war. Diese Säulenhalle wurde als die persische Säulenhalle beschrieben, weil sie eben aus der Beute gemacht worden ist, die die Griechen während den Perserzügen sich eingeheimst haben bzw. erobert haben. Und eben an den Säulen haben sich Figuren befunden, die Perser abgebildet haben, so etwa zum Beispiel auch den Feldherrn bzw. Kommandanten Mardonius. Und so soll es eben auch eine Figur bzw. Darstellung der Artemisia gegeben haben. Interessant ist auch der Fund einer Kalksteinurne, die im Mausoleum von Halikarnassos gefunden wurde. Darin ist die Inschrift abzulesen, der große König Xerxes. Man vermutet daher, dass es ein Geschenk war, was Xerxes Artemisia überreicht hat. Und auch ein sehr teures Geschenk, was auch von einer eigenen Beziehung zeugt, beziehungsweise von Anerkennung. Und dieses Geschenk, so vermuten Historiker und Historikerinnen und Archäologen, dass das dann über mehrere Generationen in der Dynastie in Karien überreicht worden ist und schließlich dann mit dem Herrscher Mausolus im Mausoleum mitgegeben wurde als Grabbeigabe. Aber nun zu Artemisia in 300 Rise of an Empire und ob das historisch akkurat dargestellt wurde und ja, was und wenn nein, was nicht. Artemisia wird in 300 von der Schauspielerin Eva Green verkörpert. Ich persönlich finde den Cast super. Ich bin allgemein ein großer Fan von Eva Green. Sie ist die Queen. Und die Performance ist auch natürlich super. Und natürlich muss man primär, so wie bei den Vorgängern von 300, einfach uns bewusst sein, dass es primär eine Comic-Verfilmung ist und auch bewusst sehr weit abweicht. Aber in 300 Rise of the Empire sind sie ganz, 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 ganz nur mal weiter weg von Originalmaterial als der erste Teil meines Erachtens und da war es schon weit weg. Auf jeden Fall ist Artemisia, um es kurz zu fassen, dort auch ein Griechin. Es ist nicht spezifiziert, woher sie genau kommt, aber es macht jetzt eher einen Anschein, weil ihre Familie wird getötet und sie wird daraufhin versklavt, dass sie aus eher unter Anführungsstrichen ärmlichen bis normalen Verhältnis ins Griechenland kommt, dann wird sie eben versklavt und so gelangt sie dann ins Perserreich. Sie wird dann dort von Kommandanten bzw. an Feldherrn gefunden, von Darius den Ersten. Dann macht der Botschafter, der im ersten Teil umgebracht wird und der auch den Dottore spielt in Spartacus und er ist einfach der Goat, also super Casting und ich finde es irgendwie geil, dass er zurückkommt in 300. Aber einfach nur, weil ich ihn bei Spartacus so gern wegen habe als Charakter. Sie wird dann von dem ausgebildet und so gelangt sie dann auch in die persischen Kreise und auch zum König Darius und dient ihm auch persönlich. Sie ist extrem heftig, indem sie, also sie ist eine extrem zache Kämpferin und räumt einfach jeden aus dem Weg, der ihr im Wege steht und auch Darius im Wege steht. Also sie ist dem persischen Reich sehr loyal gegenüber, also ultra loyal und sorgt dann eben auch dafür, dass Xerxes ohne Probleme den Thron besteigen kann. Sie zieht dann auch eben mit in den Perserzug und nimmt eben bei der Schlacht vorbei bei Cap Artemision als auch bei Salamis teil. Gut, wo sie dann am Ende stirbt. Okay, und jetzt kommen wir zu den Inaccuracies. Ich habe es jetzt eben kurz versucht zusammenzufassen.
Es fängt einmal schon mit ihrer Vorgeschichte an. Artemisia, wie wir jetzt bereits gehört haben, kommt aus adeligen Haus. Ihre Eltern sind nicht umgebracht worden. Über ihre Mutter wissen wir nichts, aber Lykdamis, es macht mal einen Anschein, dass der auch einen natürlichen Tod gestorben ist. Und sie ist von Anfang an in einem persischen Gebiet aufgewachsen, auch wenn sie Griechin ist, und war dem persischen Reich von Anfang an loyal gegenüber. Im Film korrekt dargestellt, war sie eine enge Beraterin von Xerxes, weil mit Perserzügen ist. Im Film wird es auch dargestellt, dass sie auch vorher an dem Hof eine prominente Rolle einnimmt. Das wissen wir nicht und können wir nicht sagen. Ich meine, dadurch, dass sie die Herrscherin von Karien ist, kann man eher davon ausgehen, dass sie die meiste Zeit dort verbracht hat, da, um zu schauen, dass dort halt einfach alles in Ordnung ist und alles in Ordnung abläuft. Im Film ist sie auch keine Königin, beziehungsweise wird jetzt nicht erwähnt, dass sie die Herrscherin über ein bestimmtes Reich ist, in Karien, sondern nur, dass sie eine extrem hohe Position hat, beziehungsweise nahezu die rechte Hand von Xerxes ist. Sie nimmt auch, wie im Film wird das korrekt dargestellt, sie nimmt in der Schlacht bei der Kap Artemision teil, wie die Schlacht genau abgelaufen ist und beziehungsweise welche aktive Rolle sie während der Schlacht gespielt hat, wissen wir nicht. Das ist natürlich sehr ausgebaut und während dem Film, sie kommentiert auch dort eigentlich die gesamte Flotte, beziehungsweise es gibt noch andere Kommandeure, aber es macht auf jeden Fall den Anschein, dass sie es die Oberhand hat, was das alles angeht und über alle anderen auch verfügt. Ist natürlich nicht so, wenn man Herodot glauben mag, dann hat sie eben nur die Kommandantschaft über 5 Schiffe inne gehabt und nicht über eine gesamte Flotte oder ein sehr großes Kontingent. Und eben auch korrekt dargestellt, dass sie eben bei der Schlacht von Salamis teilgenommen hat. Nur ist das da komplett vertauscht. Im Film ratet nämlich Artemisia Xerxes unbedingt in Salamis in die Schlacht zu ziehen und er ist eher zurückhaltend und will nicht. Und sie drängt aber eben mega drauf. Und das war die historische Artemisia eben gar nicht. Nämlich sie war ja eben diejenige, die davon abgeraten hat. Und Xerxes eher bereit dazu war, in die Schlacht zu ziehen und ihren Rat im Endeffekt dann nicht angenommen hat. Ich werde auf die Schlacht von Salamis im Film selbst nicht eingehen, weil ja, da ist einiges nicht so dargestellt worden, wie es zumindest wir historisch wissen. Und da wissen wir zumindest mehr als über die Schlacht von Kap Artemision. Naja, wie dem auch sei, stirbt Artemisia während der Schlacht, was einfach nicht stimmt. Sie lebt weiter und ja, stirbt dann halt irgendwann in Karien. Und ihr Sohn folgt ihr ebenfalls. Im Film ist sie keine Mutter, zumindest wird nicht erwähnt, dass sie einen Sohn hätte oder mal verheiratet war. Es macht eher den Anschein, dass sie Single ist. Ich meine, sie hat, historisch wissen wir auch, dass sie keinen One-Night-Stand mit Themistokles gehabt hat. Ich meine, natürlich kann es möglich sein, aber ich denke jetzt mal eher nicht. Das ist natürlich jetzt schön viel gemacht worden. Sexy Stimme, sexy Scenes. Wir sehen, es sind sehr viele biografische Daten von Artemisia komplett verschwissen worden. Sie wird halt als kompletter, böswilliger Mensch dargestellt, die es liebt, andere Menschen umzubringen und gory zu sein und teilweise willkürlich Menschen tötet. Ich finde aber trotzdem, dass ihre Intelligenz zur Geltung kommt, beziehungsweise ihr strategisches, taktisches Denken, also soweit es halt im Film dann halt ausgebaut worden ist, bis auf Salamis. Meine historische Artemis hier würde auf jeden Fall widersprechen. Aber dass eben dort auch gezeigt wurde, dass sie kalkulierend ist und dass sie intelligent ist und dass sie ganz genau weiß, was sie tut. Und ich denke, dass das eine gute Darstellung ist. Natürlich hat die historische Artemisia anders gehandelt, beziehungsweise wir haben das aufgrund anderer Handlungen gemerkt oder ist ihre Intelligenz hervorgehoben worden. Ebenso ihre Tapferkeit. In 300 wurde sie halt als mega taffe Kämpferin und Kriegerin dargestellt. Ich meine, cool, aber die historische Artemisia war mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine Kriegerin und hat nicht kämpfen gelernt und es hat eine reine politische Funktion inne gehabt und als Kommandantin auch eben diese Funktion, dass sie zwar schon wahrscheinlich Befehle gegeben hat, sie hat sich vermutlich auch mit Taktik ausgekannt, aber dass sie jetzt nicht selbst das Schwert und Speer in die Hand genommen hat, weil sie vermutlich, weil Frauen haben halt einfach per se nicht gelernt zu kämpfen und dass sie prima ihre Männer in den Kampf befehligt hat. Abgesehen davon, dass sie halt, ich meine, natürlich, ja, Vorgeschichte ist wohl heftig, aber sie ist primär schon die Antagonistin in 300 und hat jetzt nicht so
eine charakterliche Tiefe, sagen wir es mal so, auch wenn ich sie immer noch cool finde, also zumindest die Schauspielerin Green. Aber das spiegelt halt nicht den Charakter, so wie sie zumindest bei Herodot beschrieben worden ist und auch von anderen Konsorten in der Antike, wo man ihr auf jeden Fall positive Charaktereigenschaften zuschreibt und sie jetzt nicht als Antagonistin dargestellt wird. Es ist aber allerdings auch so wichtig anzumerken, natürlich die Perser sind die Gegner der Griechen und Herodot versucht schon hervorzuheben, wie toll die Griechen sind und wie viel besser sie sind. Aber Herodot hebt immer wieder auch durchwegs sehr, sehr positiv persische Persönlichkeiten hervor. Auch Xerxes selbst wird nicht als böse oder was auch immer beschrieben. Er beschreibt ihn auch mit positiven Attributen, als auch den Feldherrn Maradonius, der dann später stirbt, die eben Herodot hervorheben wollte, um auch zu zeigen, dass das respektable Gegner war, mit dem er zu tun gehabt hat. Das ist halt natürlich bei 300, wo das ganz klar schwarz-weiß dargestellt wird, jetzt vom ersten Teil bis hin zum zweiten Teil, gar nicht so. Deswegen bevorzuge ich da persönlich schon eher die historische Variante. Zum Alter Eva Green, wenn man bedenkt, dass Artemisia, ihr Sohn, ein Jugendlicher war, wie sie in die Schlacht gezogen ist, wird sogar das Alter von Eva Green als Artemisia ziemlich gut passen. Und weil sie war jetzt keine alte Frau, aber jetzt auch nicht eine extra junge Frau, sondern eine Frau zwischen 30, 40 sowas, gegen Ende 40 oder halt gegen Ende 30 vielleicht schon. Und dementsprechend ist das eigentlich auch gut gecastet worden, aber wir haben jetzt zum Beispiel auch keine Beschreibungen, wie Artemisia konkret ausgesehen haben soll. Wir wissen einfach viel mehr über ihren Charakter und ihre Taten. Also wir wissen jetzt nicht, hat sie rote Haare, blonde Haare, braune Haare gehabt, hat sie braune Augen gehabt oder blaue. Dementsprechend hat man da jetzt nicht viel falsch machen können. Also Fazit zur Darstellung und historischen Accuracy von der Darstellung Artemisias im Film 300, ja, schlecht. Also man sieht, die Artemisia in 300 ist ganz, 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 ganz weit weg von der historischen Artemisia. Und sie haben sich da leider so gut wie gar nichts zu Herzen genommen, was die historische Artemisia irgendwie greifbar machen würde oder wo sie irgendwie durchdringen würde. Also kann man eigentlich sagen, dass die Artemisia in 300 eine komplett eigenständige Artemisia ist, die eine fiktive historische Person schon fast ist, weil sie meines Erachtens so gut wie gar keine Eigenschaften oder sonstigen Daten, von denen wir wissen, dass sie vollbracht hat, dort gezeigt werden, auch was ihren Charakter eben angeht. Das war mein Fazit zu Artemisia. Was sagt ihr zu Artemisia? Habt ihr schon mal von ihr gehört? Und habt ihr vielleicht auch den Film schon gesehen? Und wie findet ihr die Performance? Beziehungsweise welche Artemisia würdet ihr persönlich bevorzugen oder hättet ihr gern gesehen in 300? Oder seid ihr vielleicht sogar vollkommen zufrieden mit ihr, mit ihrer Darstellung und ihrem Charakter? Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, lasst mal ein Like da und abonniert mich, ihr würdet mich damit unglaublich unterstützen. Ich habe auch einen Podcast auf Spotify, wo ich inzwischen 3 Folgen hochgeladen habe. Dort will ich die Geschichte von Griechenland von der Bronzezeit bis zum Hellenismus erklären in verschiedenen Episoden. Und auch im nächsten Video auf YouTube werde ich mich wieder einer historischen weiblichen Persönlichkeit aus der Antike widmen.